Hallo liebe Zuschauer, ja, wenn Sie letztes Wochenende die Uhren richtig gestellt haben, dann sind Sie jetzt pünktlich zum Osbach Sportclub hier aus der Wolfshöhle. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, es lockt der 7. Sieg in Folge, 7 auf 1 Streich, aber die Gäste aus Schwenningen, die Via Panthers, haben gewiss was dagegen, denn es heißt 6. gegen den 2., beide noch in Angriffsdistanz auf einen guten Platz für die lockenden Playoffs. Wir gehen rein und gucken, wie sich unsere Wölfe heute schlagen. Die Via Panthers sind mit viel Selbstvertrauen und gewetzten Krallen nach Rostock gereist, um sich für die Heimniederlage in Schwenningen vom 9. Januar zu revanchieren. Die Rostocker gewannen zu Beginn ihr dortiges Auswärtsspiel knapp mit 85 zu 78 Punkten und wollten ihrerseits ihre positive Bilanz zu Hause weiter ausbauen. Das Team von Headcoach Dirk Bauermann brauchte allerdings gut 3 Minuten bis zu seinem ersten Korb. Da auch die Gäste nach vorne noch nicht viel Zählbares zustande brachten, stand es zur Mitte des ersten Viertels mal gerade 8:2. Die Wölfe fanden nach und nach ihre Sicherheit und verbesserten ihr Punktekonto mit 3 Dreiern in Folge. Die Panthers fanden bis dato noch gar nicht ins Spiel und leisteten sich neben Wurf auch zahlreiche technische Fehler. Ab der 6. Spielminute waren die Rostocker hingegen fest in der Partie angekommen. Die Lauf- und Passwege stimmten nun und vor allem auch der Zug zum Korb. Zudem kam eine fast 100%ige Rebound-Quote, mit der die Hausherren das erste Viertel mit 21:13 für sich entschieden. Anders als noch im ersten Durchgang rissen die Wölfe gleich zu Beginn des 2. Viertels das Spiel sofort an sich. Schwenningen zeigte hingegen bisher nur selten sein können. Licht und Schatten wechselten sich im Aufbauspiel der Gäste weiterhin zu oft ab. Zur Mitte des 2. Viertels flachte die Partie etwas ab, da beide Teams die Zielstrebigkeit zum Korb vermissen ließen. Dirk Bauermann schaute sich das gut 2 Minuten lang an, nahm dann konsequenterweise die nötige Auszeit. Mehrfach musste der Wölfe-Coach sein Team in dieser Phase neu einstellen. Die Panthers wurden zusehends sicherer und punkteten nun effektiver. Dennoch gingen die Wölfe mit einem komfortablen Vorsprung von 43:29 in die Halbzeitpause. Vereinsvorstand und Hallensprecher André Jürgens sieht ebenso auf beiden Seiten noch Luft nach oben. Ja, André, willkommen zur Osbach Halbzeitanalyse. Schön, dass du wieder Zeit hast. Es ist doch nicht das ganz große Spiel. Die Via Panthers wirken irgendwie schwach oder müde. Wie hast du es gesehen? Ja, ähnlich. Das muss man bei uns aber auch sagen. Also unsere Jungs haben sehr gut in diese Partie sind sie reingestartet. Ich glaube, die höchste Führung waren 16, jetzt sind es zur Halbzeit 14. Aber zwischendurch hatte man eigentlich auch die Chance, da noch viel, viel klarere Verhältnisse zu schaffen. Das haben wir ein bisschen liegen lassen. Dadurch gibt man den Panthers auch immer wieder nochmal die Chance, dran zu bleiben. Und sie merken, dass sie mit ihrem Einsatz, den sie aufbringen können, der, würde ich auch sagen, vielleicht heute nicht ganz so bei 100% ist. Aber zwischendurch reicht es, um einfach wieder Akzente zu setzen und wieder die Euphorie zu sammeln. Das merkt man schon und man muss halt aufpassen. Die Wölfe können sich nicht mit so einer Führung zurücklehnen, das sieht man hier ganz klar, sondern man sollte weiter ausbauen. Rücklehnen ist ja auch noch lange nicht angesagt, denn es heißt, dass sich jetzt eine gute Ausgangsposition für die Playoff-Gruppenphase zu schaffen. Wie wichtig sind denn die ersten beiden Plätze in der Tabelle? Wisst ihr schon mehr? Ja, die ersten beiden Plätze in dieser Saison sind ja völlig unterschiedlich zu betrachten. Der erste Platz ist ja sozusagen der Kopf der einen Gruppe mit 1, 4, 5 und 8. Ich würde sagen, attraktive Ausgangspositionen, weil du spielst halt dann in einer Gruppe mit 4, 5 und 8. Ich würde lieber wahrscheinlich das wählen, anstatt wenn ich Zweiter wäre, dann habe ich auch unmittelbar den Dritten mit in der Gruppe, wie aber auch den 6. und 7. Ich glaube, man wird am Ende einfach sehen, wo platzieren sich diese einzelnen Teams in dieser Saison. Es wird diese 2 Gruppen geben. Welche jetzt die bessere ist und wem man aus dem Weg gehen sollte. Ich glaube, da haben die Trainer ihre Gedanken, da stecke ich aber nicht so tief drin. Am Ende wünsche ich mir, dass es aus unserer Sicht der Rostocker die richtige Gruppe wird. Und wir gucken, dass die Wolfshöhle weiter zur Festung wird und bleibt und die Via Panthers sich die Krallen hier wirklich abwetzen und wir Wölfe am Ende als Sieger vom Platz gehen. Wir gehen rein in die 2. Halbzeit. Die Wölfe standen weiter sicher in der Defense und spielten abgeklärt nach vorn. Mit dieser guten taktischen Ausrichtung hielt man die Gäste weiter 2-stellig auf Distanz. Zur Mitte des 3. Viertels spielten sich die Hansestädter gar in einen kleinen Rausch.
Das schwache Auftreten der Panthers spielte den Rostockern gut in die Karten, die somit heute in Ruhe und ohne Druck ihr Angriffsspiel aufziehen konnten. Zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels führten die Wölfe souverän mit 72-44. Egal, was die Wiha Panthers auch versuchten, die Hausherren waren zu oft einen Schritt voraus. Allmählich machten sich Frust und Resignation bei den Gästen breit, die zudem froh sein konnten, dass die Wölfe nicht jeden Dreier im Korb unterbringen konnten. Beim Stand von 77-47 ging es in die letzten 10 Spielminuten. Wer jetzt noch an ein letztes Aufbäumen der Panthers glaubte, der sah sich getäuscht. Die Wölfe spielten auch im vierten Viertel kontrolliert nach vorne und gaben sich weiterhin keine Blöße. Die spannende Frage war eher, ob die Wölfe zum dritten Mal in dieser Saison das Ergebnis in den dreistelligen Bereich setzen konnten. Es war eine kleine Machtdemonstration am heutigen Spieltag, sodass den Panthern sogar bei den Freiwürfen die Knie weich wurden. Nur 5 von 10 fanden in der zweiten Halbzeit den Weg in den Korb. Mit einem starken Finish besiegten starke Wölfe harmlose Panther mit 100-64 Punkten. Sid Marlon Theis machte tatsächlich mit der Schlusssirene mit seinem Korb die 100 Punkte rund. Es war der höchste Sieg in der Pro-A-Geschichte der Rostock Seawolves seit 3 Jahren. Center-Spieler Till Gloger, der auf eine fast 100%ige Wurfquote kam, wirkte aufgrund der starken Leistung nach dem Spiel sichtlich zufrieden. Ja, Till, Glückwunsch zum Sieg. Letzte Woche Mittwoch winkte noch die Overtime. Heute habt ihr, ich sag mal, so kurzen Prozess gemacht. War das heute der Vater des Gedanken? Ja, eigentlich ist das der Gedanke jedes Spiels. Aber ja, heute sind wir gut mit Energie rausgekommen, haben direkt, wollten wir auch von Anfang an direkt zeigen, wer hier der Chef im Haus ist. Und ja, ich bin froh, dass es so gut geklappt hat. Es war ja eine regelrichtige Machtdemonstration nachher nach der zweiten Halbzeit. Ist das das Spiel, was euer Trainer euch vorgibt und sehen will, auch zukünftig? Auf jeden Fall, ja. Also es ist immer die Devise, den Gegner zu dominieren. Und ja, heute hat es ganz gut geklappt. Dann ist mir aufgefallen, auch schon letzte Woche Mittwoch, dass ihr immer weniger mit Fouls auskommt. Ist das auch eine Marschroute, die Vorgabe des Trainers, um dem Gegner so wenig wie möglich Angriffsfläche zu bieten, auch durch Freiwürfe? Ja, ich glaube, das liegt generell an unserer Defense. Teilweise ein paar blöde Fehler auch in den letzten Spielen immer noch dabei waren. Und dass wir da auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial hatten und auch schauen, dass wir weniger Fouls abgeben und somit auch den Gegner dann weniger an die Linie schicken. Ebenso entspannt schaute Headcoach Dirk Bauermann auf das Spiel zurück, der eine derartige Dominanz gerne öfter sehen würde. Herr Bauermann, Glückwunsch zu einem grandiosen Heimsieg. Ich habe ja schon eben zu Herrn Gloger gesagt, letzte Woche Mittwoch fast die Overtime, heute so dominant. Hattet ihr keine Lust mehr auf spannende Endphasen und wolltet gleich kurz einen Prozess machen? Ja, schön wäre das, wenn das immer dann auch so laufen würde. Ich glaube, dass wir es heute einfach viel besser gemacht haben als Mittwoch. Der Ball ist besser bewegt worden. Wir haben eigentlich über 40 Minuten mit nur wenigen Ausnahmen auf hohem Niveau verteidigt, nicht viel zugelassen. Und insofern war es einfach, glaube ich, einer viel besseren Leistung unsererseits geschuldet, dass es heute so klar gewesen ist. Ich konnte mir vorstellen, dass eigentlich die Wiha Panthers auf Revanche bedacht waren nach der Niederlage zu Hause. Habt ihr sie so schwach erwartet oder habt ihr sie quasi so überrumpelt, dass sie gar nicht mehr reagieren konnten? Was war Ihr Eindruck von draußen? Ja, also mein Vater war alter Fußballer und er hat immer gesagt, du spielst eben auch nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und wir haben einfach nicht viel zugelassen, haben ihnen keinen Raum gegeben, haben sowohl gegen den Aufbauspieler sehr gut verteidigt, ihn vor uns gehalten, hatten aber auch die Werfer durch aggressive Verteidigung am Ball gut im Griff. Insofern einfach nicht zugelassen. Und wenn du dann für alles so hart arbeiten musst und ab und zu dann mal ein Glücklicher reinfällt, dann wird es auch frustrierend für den Gegner und so war das so ein bisschen heute. Eine Frage noch, wie wichtig kann am Ende, ich sag mal, wenn wir schon beim Fußball sind, die Tordifferenz entscheidend sein für Platz 1, was ja eine gute Ausgangslage wäre für die Gruppenphase? Ja, Platz 1 oder 2 ist wichtig. Welcher davon ist eigentlich egal. Aber einer der beiden Ersten sollte es sein. Und da ist natürlich am Ende die Punktedifferenz gegen Mannschaften, die eine gleiche Anzahl von Siegen haben, wichtig. Das könnte bei uns zum Beispiel Heidelberg sein. Da zählt dann nicht der direkte Vergleich, sondern es zählt eben
die Punktedifferenz insgesamt. Und mit diesem hohen Sieg, glaube ich, haben wir uns da ein bisschen an ihnen vorbeigeschoben. Super, dann wünsche ich für die letzten drei Spiele maximale Erfolge. Und ich sage, der Kampf um die Spitze wird damit weiter spannend bleiben. Und wir drücken unseren Wölfen gerade beim letzten Heimspiel am 10. April die Daumen. Und sie schalten ein, um dabei zu sein. Und meine Maske rutscht wieder. Aber jetzt sage ich vernünftig Tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald.